Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gehe ich mit euch in Schloss Benrath in Düsseldorf über den Weihnachtsmarkt. Dies soll der schönste Weihnachtsmarkt von Düsseldorf sein, aber seht's euch selbst an. Ja, herzlich willkommen in Schloss Benrath in Düsseldorf. Hier gibt es auch noch einen Weihnachtsmarkt, der separat von dem großen Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist. Und den schauen wir uns heute mal an. Der Weihnachtsmarkt ist umsonst, also das heißt, das Markttreiben kann man so genießen, hier shoppen, essen und trinken. Wer allerdings den Lichtzauber im Schlosspark sehen will, der muss dafür Eintritt bezahlen. Die Eintrittspreise findet ihr im Internet. Ich kann euch schon so viel verraten, es ist nicht ganz billig, aber dafür ist man dann unter sich. Zum Schloss Benrath gelangt ihr super mit dem ÖPNV. Die U-Bahn-Linie U71 hält vor der Tür und zum Bahnhof Benrath, wo der Regionalexpress und die S-Bahn halten, ist es auch nur ein paar Meter zu Fuß. Natürlich gibt es im Umkreis Parkplätze, aber die sind limitiert. Da muss man dann gucken, wo man was findet. Wenn ihr 26 Euro übrig habt, dann könnt ihr jetzt durch die bunten Lappen gehen. Ich finde den Preis absolut überzogen, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Appetit auf den Weihnachtsmarkt im Schloss Benrath zu Düsseldorf machen. Für weitere Informationen schaut einfach ins Internet. Hier kriegt ihr Mitteilungen wie die Öffnungszeiten und Veranstaltungen. Ich kann den Weihnachtsmarkt nur empfehlen. Ich fand ihn überschaubar und echt schön. Ich sage dann Tschüss und freue mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr wie immer, ich freue mich über ein Like. Vielleicht seid ihr beim nächsten Video ja wieder dabei. Bis dahin!